Willkommen zurück bei LEGO City Undercover. Und wir sind hier oben beim Space Shuttle angelangt in der letzten Folge noch. Müssen das Gebiet aber, glaube ich, auch hier ist direkt wieder was zum Aufbauen, oder? Ja, das kam nicht ganz raus aus der Kiste. Müssen hier jetzt die Laserstrahlen, glaube ich, irgendwie richtig lenken. So, ich hau erstmal alles kaputt. Es könnte sein, dass es gegen Ende der Folge unter Umständen bei mir klingelt. Lasst euch da nicht beirren, falls irgendeine Klingel erscheint oder erläutet. Das ist dann bei mir. Oh. Da kommen wir bestimmt noch hin. Hier ist auch nochmal Dynamit. Okay. Mal was zum Farbe ändern. Und was haben wir hier noch? Nichts weiter. Das gibt bloß den Laserstrahl frei. Okay, da tut mir auch nichts. Ist auch kein Laserstrahl. Dann anscheinend irgendwas anderes. Der strahlt dahin. Ja. Ha. Okay, ich schaue mich erstmal noch ein bisschen um. Hier vorne ist klar, dass da und dann hier mit der Farbpistole, die könnte ich da hinten dann auch erstmal auffüllen. Ach, da das Gelbe haben wir immer noch nicht. Da, der zweite von 5 Rover. Habe ich schon welche übersehen? So. Das ist die falsche Farbe. Moment. Ah. Weiter komme ich wahrscheinlich erstmal nicht. Ich benutze erstmal so, wieder aufmerksam sein. Oben, unten, links, rechts. Oben, unten, links, rechts. Ah, okay. Alles klar. Laser 1 aktiviert. Alles klar, super. Laser 1 aktiviert. Dann müsste ich da drüben den Laserstrahl bloß nach hinten bekommen. Das heißt, der muss eigentlich rübergeschoben werden, um den letztendlich dorthin zu lenken. Aber hier drüben für die Ecke brauche ich noch was. Ich vermute, das, was da oben hängt, muss ich irgendwie... Ah, alles klar. Alles klar. Ich hab's. Ich hab's. Pass mal auf. Ganz einfach. Klappt das von hier? Ja. So, jetzt fällt das Ding runter und da kann ich dann wahrscheinlich unten auf der Ecke. Genau. Das andere Teil zusammenbauen. Ja, genau. Super. So, und das dürfte dann reichen. Nein, reicht natürlich noch nicht. Ich muss nochmal die Farbe ändern. Ich vergesse immer, dass man die zweimal ändern kann an den Farbautomaten. Laser 2 aktiviert. Basisfunktionen des Shuttles aktiviert. Ha, da ist es ja. Das Ding brauchen wir, aber nicht da oben. Okay, wir müssen irgendwie zur Konsole kommen, um das Teil runterzulassen. Und da kommen noch mal ein paar Sicherheitskräfte. Na, kommt her. Kommt erst
Wie komme ich denn da runter? Nur mit Sprengstoff von hier. Kann ich... Warte mal, da hinten ist ja noch eine... So eine kleine Bühne. Kann ich da nicht irgendwo... Sprengstoff herbekommen, damit ich das aufsprengen kann, damit ich nochmal da runter kann? Nee. Das sieht leider nicht so aus. Na gut. Nochmal. Ich hab gedacht, es bleibt unten. Und ab nach oben, bitte. Oh, da oben ist noch ein Auto. Da drüben überall lang klettern, da können wir aber auch nicht hin, weil da mir auch der Stromsicherheitskasten fehlt. Den kann ich da hinten noch nicht bedienen. Uiuiui, sehr gut. Na, das klappt noch nicht, dann könnte ich darüber. Das ist ganz schön gemein, muss ich sagen. Aber eventuell, wenn man die nochmal machen kann, die Level im freien Modus, muss man vielleicht nicht nochmal alles machen, sondern bloß noch das Fehlende. Ich hoff's. Wer dazu eine Info hat, gerne in die Kommentare. Oder halt mal... Sorry. Ja, Chase, tut mir leid. Habe ich einfach zu früh gedrückt. Gibt natürlich eine Falle, wenn ich das nicht packe. So. Was ist denn das? Eine Schlüsselkarte? Und ab dafür. Aha. Schön durchdacht auch die ganzen Level. So, dann holen wir den runter. Sanft. Oder auch nicht. Kann ich runterspringen? Ja. Hey, das ist mein Wagen! Du bist so besitzergreifend! Der gehört nicht dir! Na dann eben uns, ihm jedenfalls nicht! Komm mit! Hoffentlich warten Chans Leute schon am Dock auf mich. Ah, das war's sogar schon. Super. Ich habe gedacht, wir können noch mal ein bisschen rumfahren auf der Insel und das Ding selber zurückbringen. Aber nein. So weit vertraut mir das Spiel nicht. Jetzt wahrscheinlich kaputt gemacht. Freigeschaltet. Weltraumwissenschaftler. Und da kam tatsächlich extrem schnell die 100% zusammen. Na gut. Ein goldener Stein. Zwei goldene Steine. Super. Fahrer, schlechte Nachrichten. Meine Leute warten nicht auf dich am Dock. Ja, ich hab's gemerkt. Sie sind spät dran. Und mit spät dran meine ich... Sie sitzen hier auf ihrem Hintern! Oh, sie sind anscheinend doch los. Wen soll ich denn jetzt anschreien? Sie kommen also bald, richtig? Denk schon. Pass ja auf den Mondbuggy auf, solange sie noch nicht da sind. Ich gehe raus auf die Straße und schrei ein paar Passanten zusammen. Bis dann, Fahrer. Okay, also doch nochmal mit dem Mondbuggy. Oh, was? Was stand da oben? Ich konnte den ersten Text nicht lesen. Ich muss bloß durchhalten, die 50 Sekunden, oder? Okay.
Gott, das Ding fährt sich gar nicht so gut. Ich muss nur durchhalten, oder? Ich hab's halt echt nicht gelesen. Der Text lief schon durch, als der noch gequatscht hat und da war das Bild noch anders. Na gut. So, die Zeit ist rum. Achtung, hier spricht der Werkschutz. Alle Mann zurück zur Basis. Okay, gut. Oh, hier ist eine Sprungschanze. Jawoll! Mit dem Mondbuggy. Ob ich den dann auch bei Autoabruf mir bestellen kann? Wurde aber auch Zeit, Jungs. Vorsichtig damit. Oh. Alter. Prügelt er voll rein in das Schiff mit dem Mondbuggy. Wir übernehmen ab hier. Folg uns ja nicht. Kapitel 8. Die Befreiung. Boote. McCain, bist du in der Nähe vom Zentrum? Klar, Chief. Warum? Wir haben Hinweise darauf, dass eine Gang Forrest Blackwell entführen will. Die halten ihn auf einem Gebäude in der Nähe des Wissenschaftsmuseums im Zentrum fest. Bin schon unterwegs. Wurde Verstärkung angefordert? Ja, aber bis die da sind, ist es zu spät. Also beeil dich ein bisschen. Ich will es mir wirklich nicht mit Forrest Blackwell verscherzen. Blackwell aus den Fängen seiner Entführer retten. Von mir aus. Habe ich eine bestimmte Zeit? Nö. Halt! Stopp! Entschuldigung, Polizeiangelegenheit. Oh, geil, eine pinke Limousine. Ich kann als Beifahrer einsteigen. Mann, das ist immer so unauffällig. Da lief unten gerade wieder irgendwas durch und zum Schluss stand da als Beifahrer einzusteigen. Wie ärgerlich. Irgendwie kann ich auch als Beifahrer anscheinend einsteigen. Da oben geht's los. Ich brauche einen blauen Farbwechsler. Oh, ihr Säcke. Den hatte ich vorhin. Der doch bestimmt hier irgendwo rum. Ich sollte eine Karte für Sie besorgen. Also das mit den Farbwechslern, ja, da bin ich noch ein bisschen skeptisch. So enorm geil finde ich den bisher nicht. Ach nee, warte mal, das hier wäre wieder was anderes. Denn? Wenn du nicht mal da bist, degradiere ich dich so weit, dass du vor Polizeihunden salutieren kannst. Ja, ist doch gut. Ich suche halt diesen beknackten Farbwechsler. Weiß ich denn, wo hier ein Farbwechsler rumsteht? Da drüben sogar ein Vogelhäuschen. Ich brauche einen blauen Farbwechsler. Ein Sandwich? Hey, warte mal. Drin gibt's doch alle Farben. Ha! Geil! Kommen sogar da rein, weil wir das NASA, den Astronautenanzug haben. Okay, also immerhin gibt's dann hier anscheinend solche
Station, warte mal, blau brauche ich. Wo ich dann nach Belieben nachfüllen kann. Ja. Das sieht nach blau aus. Zack, und wieder raus. Okay, mal wieder ein Parcours, cool. Da sitzen Tauben auf der Leine. Oh, okay. Aha, aha, aha. Den brauche ich nachher, das habe ich gerade schon gesehen. So. Huch! Ah, vorbeigesprungen. Wie doof. Der war schon drauf, der ist automatisch draufgesprungen. In dem Moment wollte ich aber selber drauf springen. Weg da! Schon wieder, ich bin schon wieder selber gesprungen. Das Blackwell. Ich werde festgehalten gegen meinen Willen. Hört mich jemand? Ja, ich höre Sie. Ich meine, abgesehen von meinen Entführern. Stoppt ihn! Oh. Und adios. Ah, oh, noch mehr. Das ist ein bisschen hartnäckiger, der da hinten. Oh. Hat mir nur den Ellenbogen gestoßen. Alles klar. Nur ein paar Schrammen. Echt jetzt? Oben, unten, rechts, links. Oben, unten, rechts, links. Weg da. Weg da. Und. Jetzt habe ich gedacht, der fällt runter. Alter, Alter, mach keinen Scheiß. Da wäre wieder fast runtergefallen. So, gelb kann ich nicht. Habe ich nicht. Nein! Nein! Mensch! Gott. Das ist der Wahnsinn. Weg da. So. Mann, wie cool war das denn? Dave? Dave! Boah! Da, ein Vordach. Wäre das ein Actionfilm, würde da sicher einer drauffallen. Ah! Au, das tut richtig weh. Kann der Tag noch schlimmer werden? Grundgütiger Himmel, Rettung naht. Verhaften Sie diese Männer. Schnappt ihn!
So, leider muss ich hier die Folge beenden. Ich bedanke mich trotzdem bei euch, wünsche euch noch einen schönen Tag. Ich bin gespannt, wie das hier weitergeht mit Blackwell. Ich denke mal, den können wir retten. Vielen Dank fürs Zusehen und haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.